Hi Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es eine andere Art von Videos und zwar gibt es heute einen Reading-Vlog. Das gab es noch nie bei mir. Wir lesen ein Buch in diesem ganzen Video zusammen und zwischendurch gibt es ein paar Updates, was ich empfinde, wie das Buch am Ende ist, meine Meinung und ja, das ist eine andere Art Videos, aber ich hoffe, diese Art wird euch auch gefallen und let's go! So Leute, wir haben uns jetzt hier einen Ort gesucht. Wir sitzen jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Fangen jetzt an zu lesen. Willst du dein Buch mal zeigen, was du liest? Mhm. Also ich lese PS, du bist genau richtig. Und wie findest du das? Ist das so? Ich finde es richtig cool, weil es ist halt von innen auch so mit so wie so ein Chat auf dem Handy und das ist halt sehr unterhaltsam, finde ich. Und was passiert da bis jetzt? Also bis jetzt passiert da so, dass die eine Freundin von der anderen Freundin, die ist umgezogen am Ende von Deutschland. Und die schreiben halt sich dann so wie hier so Nachrichten. Und ja. Okay. Ich lese jetzt Layla oder Layla von Colleen Hoover. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist auch nicht so überzeugend. Also was heißt überzeugend? Wie heißt das? So. Also ich kann jetzt hier raus nicht so nehmen, was in dem Buch passiert. Also es wird auf jeden Fall die Überraschung. Regnet. Regnet es? Ich habe Tropfen abbekommen. Oh nein, ich habe auch einen Tropfen abbekommen. Ey, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Nein. Nee, ich hoffe nicht. Leute, ich blende euch mal hier mal unser Wetterbericht ein. Eigentlich sollte es nur warm sein. Egal, wir versuchen es trotzdem noch. Ja, auf jeden Fall lese ich das Buch. Ich fange jetzt ganz neu damit an und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das Buch hat 380 Seiten. Und mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Ich fange auf jeden Fall heute an und sage euch dann Bescheid, wie das so ist und gebe euch so Updates. Okay, sollen wir jetzt lesen? Ja. Also ich finde das Buch bis jetzt, also ich bin auf der zweiten Seite. Ich mag es auf jeden Fall nicht, dass der Einstieg direkt mit so einer Band ist, mit Musik. Ich mag sowas irgendwie nicht bei Büchern. Und ich weiß gerade nicht, wer ist, weil hier ist gerade so ein Ich-Erzähler. Und ich weiß nicht, ob das gerade ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich mag das irgendwie gerade noch nicht, so das Buch. Der Ich-Erzähler, der gerade hier redet, ist ein Junge. Das ist irgendwie lustig. Hier steht, hast du eine Freundin? Nein. Einen Freund? Nein. Eine Frau? Ich schüttel den Kopf. Hast du wenigstens Freunde? Nicht wirklich? Ich find's lustig. Du nicht? Leute, ich bin einfach nur schockiert. Es gibt die Kapitel und zwischen den Kapiteln sind Kapitel, die heißen die Befragung. Und jedes Kapitel ist die Vergangenheit, also wie es war, und die Befragung immer zwischendurch, das ist, wie es jetzt ist.
Und ich bin einfach schockiert, obwohl ich erst die zweite Befragung gelesen habe. Man hat immer, was damals war, wie schön es war, und dann kommt immer zwischendurch die Plot-Twist, was im Jetzt ist. Und, boah, ich bin durcheinander. Aber ich liebe es auch. Ich finde das richtig gut, die Aufteilung. Aber ich bin richtig voller Spannung. Ich will direkt weiterlesen. Dass ich Lesen einfach liebe. Ich liebe es einfach. Ich finde es einfach toll. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz erzählen. Ich habe euch am Anfang angekündigt, dass ich noch was erzählen wollte. Wieso, weshalb, warum ich jetzt wieder lese und sowas. Ich habe ja, für alle, die mich schon länger kennen, ich habe vor einem Jahr durchgehend gelesen. Ich hatte tausende von Büchern und ich habe wirklich jeden Tag einfach nur gelesen und die Bücher einfach verschlungen. Und dann hatte ich auf einmal eine Pause. Ich habe gar nicht mehr gelesen. Ich hatte keine Motivation, keine Lust, kein Interesse. Bis vor 1-2 Wochen habe ich nämlich wieder mit einer Freundin geschrieben. Und wir hatten damals Kontakt. Dann nicht mehr. Und jetzt haben wir wieder Kontakt. Und da haben wir so ein bisschen über Bücher geredet und dann ist wieder meine Lust gekommen, irgendwie zu lesen. Und hier bin ich. Ich lese jetzt. Ich habe jetzt wieder angefangen. Ich brauche mal manchmal einfach so einen Ruck, dann fange ich an und dann bin ich wieder in der Schiene. Und ja, jetzt habe ich angefangen. Jetzt bin ich am Lesen und ich freue mich. Deswegen habt ihr mich jetzt wieder. Es gibt ein bisschen mehr Bücher-Content. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch darunter so vorstellt. Ich mache nicht nur Bücher-Content. Ich bringe das einfach immer ein bisschen mit ein, weil das aber auch viele interessiert. Und yes. Also hier wurde gerade gefragt, bist du religiös? Und dann hat sie gesagt, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, aber ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich religiös bin. Glaubt ihr nach einem Leben nach dem Tod? Ich finde sowas immer ganz interessant, weil jeder denkt ja irgendwie anders. Ja. Oh mein Gott, Leute. Hier wurde gerade ganz genau beschrieben, wie ich immer versuche zu erklären, wie ich denke. Ich lese euch das jetzt mal vor. Das ist eine eigene Sperre. Als Ungeborene haben wir keine Erinnerung an eine Zeit davor und wissen nicht, dass es eine Zeit danach geben wird. Unsere Welt besteht nur aus der Fruchtblase, in der wir liegen. Dann werden wir geboren und kommen in die Sperre. Sperre? In der wir uns aktuell befinden. Aber jetzt können wir uns nicht mehr daran erinnern, wie es in dem Bauch unserer Mutter war und haben keine Vorstellung von dem, was nach diesem Leben kommen wird. Es könnte doch gut sein, dass wir nach unserem Tod wieder in eine Sperre kommen, in der wir uns dann vielleicht nicht mehr an diese hier erinnern können. So wie wir jetzt nichts mehr aus der Zeit vor unserer Geburt wissen. Genau so denke ich. Ich denke auch so. Und ich habe es schon so vielen Leuten erzählt, wie ich so denke, und ich konnte es nie so erzählen, wie ich es wirklich meine, weil es einfach total schwer ist zu erzählen, und hier ist einfach in 2-3 Sätzen beschrieben, was ich die ganze Zeit sage. Oh mein Gott. Leute, ich habe jetzt
bis zum zweiten Kapitel gelesen. Ein Kapitel ist echt lang, das hat 38 Seiten. Aber ich habe das erste Kapitel jetzt fertig und ich muss sagen, ich bin sehr schnell reingekommen und habe es auch gut verstanden. Ich verstehe diesen Schreibstil ja sowieso richtig gut von Colleen Hoover. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, wer ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass noch spannende Sachen kommen werden. Man hat irgendwie viel erfahren in diesem einen Kapitel, aber auch irgendwie nicht. Also es war ein guter Einstieg in das Buch, würde ich sagen. Aber ich freue mich jetzt weiterzulesen und mehr davon zu erfahren von dem Buch und von den Charakteren. Ich weiß auf jeden Fall, dass Layla sehr... Nein, die ist sehr geheimnisvoll. Und gestern fand ich es gruselig, jetzt finde ich es auch immer noch ein bisschen gruselig, aber auch merkwürdig. Also ich kann es irgendwie gerade noch nicht beschreiben. Ich bin jetzt auf Seite 152 und ja, wie gesagt, gestern fand ich es gruselig, aber heute finde ich es irgendwie ein bisschen nicht albern, aber irgendwie, es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich finde es ein bisschen merkwürdig gerade, wie das hier so verläuft. Thank you.
ist heute Sonntag. Ich bin bei Miko und ich habe gestern Abend noch ein bisschen was gelesen. Und ich muss sagen, gestern hat es mir sehr, sehr gut gefallen, als ich da ein bisschen weiter gelesen habe. Jetzt lese ich noch mal ein bisschen weiter, weil ich habe das Kapitel nicht zu Ende gelesen gestern. Und ja, ihr seht, oder wo könnt ihr es sehen? Nur noch so ein bisschen muss ich lesen, aber das hebe ich mir für heute Abend auf, wenn ich zu Hause bin, damit ich so weiterfilmen kann, wie meine Reaktionen sind. Und ja, ich freue mich jetzt richtig, das Kapitel weiterzulesen, Leute. Ich bin auf Seite 314. Ich habe nur noch ein ganz bisschen was vor mir, so um die 60 Seiten ungefähr. Und das schaffe ich auf jeden Fall heute noch fertig zu lesen. Und ich bin gespannt. Ich fange jetzt mal an. Und ja. Es ist gerade sehr, sehr spannend und irgendwie ist es toll, dass es spannend ist. Ich weiß gerade nicht, was ich fühlen soll. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich habe noch ein Kapitel, aber das, was jetzt war, ist schon so schlimm. Es ist einfach so krass. Leute, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. So 1000 Gefühle gehen gerade durch meinen Körper. Ich muss das erstmal realisieren. So, Leute, ich habe das Buch fertig gelesen und ich muss versuchen, irgendwie, dass ich gucke, dass ich nicht spoilere. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt mache. Ob ich euch jetzt sage, was da passiert oder ob ich euch nur meine Gefühle sage. Ich sag, ich werde einfach mal drauf losreden. Also Leute, das Buch hat mich am Ende wirklich richtig stark mitgenommen. Ja, es hat mich wirklich sehr mitgenommen. Ich habe die ganze Zeit über verschiedene Gefühle gehabt. Ich war traurig, ich war genervt, ich war sauer, ich war alles einfach. Ja, ich muss sagen, am Anfang war das echt gut. Man kommt da echt sehr, sehr gut rein in das Buch. Auch ich habe jetzt 3-4 Tage dafür gebraucht, glaube ich.
obwohl ich ein Jahr nicht gelesen habe. Also ich dachte, ich würde länger brauchen. Ja, auf jeden Fall, am Anfang ist es sehr, sehr gut. Dann wird es auf jeden Fall, fand ich, ein bisschen gruselig. Also ich fand schon, ich hatte sehr Angst irgendwie. Und dann dachte ich, dass es jetzt, also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass es jetzt gerade momentan so in der Mitte ein bisschen lost und weird ist und ein bisschen albern, aber auch nur für eine kurze Zeit. Und am Ende wurde es dann wieder richtig, richtig, richtig spannend. Da muss man auf jeden Fall sagen, dass da, das steht da glaube ich nicht drin, eine Triggerwarnung eigentlich rein muss. Weil ich habe da eigentlich keine gesehen, weil da passiert was mit, wie sage ich das? Auf jeden Fall was Psychisches, Verletzungen und so ein Zeug. Deswegen, ja, ich bin da auch immer so ein bisschen anfällig bei sowas. Deswegen hatte ich auch so eine Angst und so eine Panik, als ich das manchmal gelesen habe. Aber ja, ich habe es durchgezogen und im Endeffekt würde ich das Buch wirklich so gut bewerten. Es hat mir so, so gut gefallen und es war einfach die ganze Zeit spannend. Ich habe euch ja erzählt, da war ein Kapitel, dann dazwischen die Befragung, was dann im Jetzt ist. Also die Kapitel waren sozusagen die Vergangenheit und die Befragung, was im Jetzt ist. Und deswegen gibt es auch so die ganze Zeit so Plot-Twist und es bleibt die ganze Zeit einfach spannend. Also man hat auf jeden Fall die ganze Zeit Lust weiterzulesen und man kann teilweise das Buch auch einfach nicht mehr weglegen. Um es in ein Wort zu beschreiben, es war einfach eine Achterbahnfahrt. Also ich habe so viele Gefühle, ich habe so viel gefühlt einfach. Ja, wie so eine Achterbahnfahrt war das Buch einfach für mich. Ich würde dem Buch 4,5 Sterne geben. Also es ist schon sehr, sehr weit oben von meinen Lieblingsbüchern. Ja, mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich versuche das jetzt irgendwie zu erklären. Also erstmal kann ich sagen, das Mädchen heißt Laila und der Junge heißt Leeds. Und ich muss sagen, ich habe Leeds am Anfang richtig gemocht, aber danach hatte ich auch so einen Hass auf ihn, bis ich verstanden habe, also bis ich bis ans Ende gelesen habe, weil am Ende kamen dann die Erklärungen, sage ich mal. Die haben sich nämlich in so einem Haus kennengelernt und waren die ganze Zeit auch frisch verliebt. Mir schreibt die ganze Zeit Miko. Die waren auch die ganze Zeit frisch verliebt und dann ist halt ein Unfall passiert, was Laila sehr, sehr verändert hat, sage ich mal. Und dann sind die, weil er dachte, dass es für sie besser ist, wieder in das Haus, wo sie sich kennengelernt haben, zurückgekehrt. Und auch zurückgekommen und ab da hat sich alles einfach geändert. Es sind so viele Plot-Twists passiert. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil sonst spoilere ich einfach zu viel. Ich kann euch sagen, dass das Buch wirklich so, so spannend ist. Und wenn ihr nicht so empfindlich seid mit solchen Themen, dann würde ich es auf jeden Fall mal lesen, weil es einfach echt ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und für alle, die Verity gelesen haben, das ist auch so ein psychisches Buch wie Laila. Und Verity habe ich auch so geliebt. Aber ich muss sagen, Laila finde ich wirklich 10-mal besser als Verity. Es ist noch spannender, es ist noch mitfühlender. Und ich konnte mich einfach so gut in die ganzen Szenen so hineinsetzen. Ich konnte alles bildlich sehen. Es ist einfach so, als würde man tagsüber träumen, während man ein Buch liest. Also es ist ganz verrückt. Ja, also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr irgendwie Bücherempfehlungen für mich habt, ich mag so diese Romane, so New Adult oder wie das heißt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr gute Empfehlungen habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ja noch nie so ein Video gemacht. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, dass es mir leid tut, wenn ich jetzt am Ende so ein bisschen durcheinander erzählt habe, aber ich habe versucht, nicht zu spoilern und es ging nicht anders, sonst hätte ich euch irgendwie gespoilert. Deswegen habe ich es einfach mit meinen Gefühlen beschrieben und nicht so wirklich den Inhalt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!